Okay, Leute, ihr habt es ja vorhin in der letzten Folge mitbekommen. Das Spiel ist einfach abgekackt. Also versuchen wir es jetzt nochmal. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Hm. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Schau mal. Mach ihn wütend. Ja, vergisst er seine Deckung. Jawohl. Das ist deine Chance. Denn da? Okay, los den geht's. Keine Chance. Den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es also versuchen wir nochmal. Wie gesagt, auf einmal, bumm, Feierabend, Spiel abgekackt. Eins ist klar, ihr Bleichgurken verliert. Egal, ob er gewinnt oder verliert, das wird kein Zuckerschlecken für den Penner. Au, 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 au. Euer Weißbrot geht unter. Ach komm, Mann, da hat mich immer der Oberschlimmer vermöbelt. Leben los, Vito. Ja. Zeig den Rußköpfen, wer der Boss ist. Oh. Bevor der gewinnt, werd ich Präsident. Der hat aber gesessen. Okay. Ja. Keine Panik, Vito. Du hast ihn da, wo du ihn haben willst. Au, ja, oder andersrum. So au. Eins ist klar, ihr Bleichgurken verliert. Jetzt pack ihn, Vito. Mach ihn fertig. Jetzt knipst ihm das Licht aus. Euer Weißbrot geht unter. Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast ihn dir verdient. Achtung, Wärter im Anmarsch. Okay. Was ist das hier? Gruppen wichsen mit Anfassen? Ja. Mitkommen, Skeletta. Besuch für dich. Mhm. Okay. Hallo, Vito. Hey, Franny. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Eine Woche später. Los, los, Skeletta! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Na toll. Mama, kannst du mich nicht mehr, also, nee, also so wecken, bin ich nicht gewohnt. Jetzt mal vernünftig wecken, mal nicht so schreien, was soll denn das? Könnt ihr dem so eine reinhauen? Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Du bist also die neue Putzfrau, ne? Du bist ja ein ganz witziger Vogel, ne? Hat er schon mal gesagt? Wo er so einen Knüppel in der Hand hat. Hat ich dir schon mal gesagt, wo er den Knüppel in der Hand hat? Der hält er nicht für... Ja, ich komme hier. Weißt du? Sieht doch scheiße aus hier. Hey, Blitzsauber, haltet jetzt die Klappe! Und zwar alle! Nur die Ruhe, ich wollte nur die Stimmbänder ein wenig ölen. Noch einen scheiß Ton und ich mach dir eine Fresse. Bist du taub? Putz sofort. Ja so gut. Gefällt's mir. Schön gründlich. Sieht aus wie neu.
Traumjob, ehrlich. Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt's was. Fertig? Hey, das ist immer noch voller Dreck. Putz das nochmal. Alter, kann nicht wahr sein. Die dumme Sau. Aber ich krieg dich noch. Mach dir mal keinen Kopf. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kroppzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. Okay, Skeletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Da muss ich mich jetzt hier erstmal. Moment, stopp. Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Ärsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Ach, was willst du denn? Ach, ich finde deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Wuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag sowieso lieber hart. Ach, kann das sein? Jetzt steigt eine Party. Was ist jetzt eine Party steigt, Junge? Das glaubst du gar nicht, was hier für eine Party steigt. Zuckermäuschen. Ja, das magst du nicht. Zuckermäuschen. Beeil dich, Danby, wir haben nicht viel Zeit. Auf, ne? Scheiße, der kann kämpfen, was? Oh, scheiße, aber der auch. Los, mach ihn fertig. Na, Fetti, komm hoch. Na, komm schon. Na, komm schon. Komm schon. Oh, da tut mir da bis hingefallen. Komm, steh mal auf, komm. Na komm. Ja. Ich glaube, du hast die Schnauze voll jetzt, ne? Da kommt der Nächste. Ja! Ja! Was? Hey, hey! Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Aua, 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 aua. Toll. Du wirst von dreimal angegriffen und schon kriegst einen Tritt in die Schnauze. Ja. Oh, und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein. Ciao.
Schauen wir mal. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihnen diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. Na dann. Ich stehe hier, Schmiere. Wenn Wärter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Dummer Sack. Hey, O'Neill. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Komm her, Tussi! Ich finde so langsam wird das mit der Boxerei aber ein bisschen zu viel. Aua. Reicht's dir? Finde ich auf jeden Fall. Nochmal. Fester. Das mit der Boxerei, das ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen zu viel. Diesmal sind keine Wärter da, die dir helfen können. Ganz nett, Tussi. Meine Ma hat mich schlimmer vermöbelt. Ja. Also ich finde das mit dem Boxen, das ist... Dann könnte man... Man muss es nicht übertreiben. Komm her, Tussi! Man muss es nicht übertreiben, finde ich. Diesmal was? Von wegen. Nochmal, du Knirps. Knirps? Nochmal. Fester. Aua. Jetzt gebe ich dir den Rest. Nimm dann gib mir mal den Rest. Ganz nett, Tussi. Diesmal. Meine Ma hat mich schlimmer vermöbelt. Ja, ich bin zwar nicht deine Ma, aber. Reicht's dir? Nee, noch nicht. Ja, aber gleich reicht's mir. Ja, hast du nicht drauf? Du musst ihn irgendwie. Da. Ich glaube, das reicht. Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Ach, das kann doch nicht sein. Ich hab mich gleich wieder, ich bin gleich wieder tot, Mann! Oh, Messer! So einer bist du also. Messerjockel, ah, ja. So, mein Freund. Gute Nacht. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir. Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge,
Das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Naja, wenn ich eher rauskomme, warum denn nicht? Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Ja. Galanti hatte nicht zu viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Neue Grafik freigeschaltet. Hauptmenü, soll ich mal nachgucken? Sollen wir mal gucken? Spielstatistiken, neue Grafik? Nein. Option. Grafik? Nein. Aber ist egal. So, wo sollen wir denn hin? Schauen einmal, wo sollen wir hin? Da sollen wir hin. Besuche Joe. Guten Tag. Okay, schauen wir uns mal an, wo der Joe wohnt. Hat er eine neue Bude? Ja, alles klar. Ja. Junge. Hallöchen. Joe, ich bin da. Vito, hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar, ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein, ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst, ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest.
Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Schauen wir uns neue an. Also, macht's gut. Ciao.